verstehen, wie man die Götter nicht wahrnehmen kann. Wie zum Beispiel Germanen sich eine dem Tau abgesonderte Kultur zuwenden, weil die Einflüsse sind ganz klar. Ich erinnere mich an die Vorstellung von dem ein Element Gottes Taus, wie er auf dem Wagen in die Stadt fährt. Das ist aus meiner Heimat ein Relikt von den Wagentingen. Das verstehe ich sehr gut. Aber ich verstehe nicht, wie man auf der Stufe der Runen stehen bleiben kann und sich dem chinesischen Schriftgut verweigern kann. Das kann ich nicht verstehen.